Große Eröffnung am 15.11. von ITMT hier in der Bahnhofstraße 101 in den neueren, noch größeren Räumlichkeiten. Erstmal guten Tag, hallo, grüß dich. Hi. Hallo und auch dir hallo. Hi. Ihr zieht um, ihr vergrößert euch und... Ja, brauchen natürlich in dem Zuge, wenn man größer wird, auch noch mehr Personal. Das heißt auch, das Personal soll sich vergrößern. Was genau sucht ihr denn? Wir suchen einen Verkaufsberater, gerade speziell für den Shop, dass wir einfach, klar, natürlich Kunden berät in Sachen Mobilfunk, Festnetz, Handys, Laptops in diesem Segment. Okay, das heißt, was genau für Voraussetzungen sollten denn die Bewerber mitbringen? Ja, zumindest eine kaufmännische Ausbildung und natürlich ganz wichtig Spaß und Interesse am Kunden und am Servicegedanken. Den nehmen wir bei ITMT ja sehr groß. Und ansonsten, Voraussetzung wäre optimal natürlich, wenn derjenige schon mal oder diejenige schon mal Mobilfunk gemacht hat. Ansonsten kann man sich da auch reinarbeiten. Okay, wir reden aber schon von einer Vollzeitstelle. Ja, absolut, eine komplette Vollzeitstelle, ja. Vielleicht mal kurz grob zusammengefasst, was wären denn so allgemein die Aufgaben? Also allgemein ist es, wie gesagt, eine Beratung. Das ist bei uns halt sehr wichtig, dass der Servicegedanke da ist. Ne? Einfach analysieren, was braucht der Kunde, was bezahlt er jetzt, was will er in Zukunft zahlen und einfach kostenoptimiert an diese Sache herangehen und schauen, dass der Kunde im Endeffekt nachher zufrieden ist und das hat, was er möchte und nicht sonstige Dinge. Ihr sucht quasi ab jetzt, ab sofort wird gesucht. Ab wann soll denn der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin hier denn bei euch anfangen? Im Prinzip jederzeit möglich. Ne? Man muss natürlich auch das eine oder andere ja noch ein bisschen anlernen und von uns gezeigt bekommen, ne? Diese Systeme, wie wird was gebucht, wie funktioniert denn überhaupt eine Annahme von einer Handyreparatur zum Beispiel oder sonstige Dinge. Also wir suchen ab sofort. Ab sofort sucht ihr und das alles in einer wirklich perfekten Lage hier in der Bahnhofstraße mitten in Saarbrücken. Also da kann man sich garantiert immer mal wieder schön eine kleine Pause einrichten. Hier schön mal schnell mal kurz schnell mal shoppen gehen, schnell was essen gehen. Alles zu Fuß in wenigen Minuten, Sekunden erreichbar. Richtig, ja. Das Essen ist leider sehr prägnant hier in der Gegend, aber das geht, ja. Okay, dann musst du nur noch verraten, wo sollen sich die Bewerber, die Bewerberinnen denn am besten hinwenden? Am besten per E-Mail. E-Mail-Adresse wird wahrscheinlich eingeblendet gerade im Moment. Und oder einfach mal vorbeikommen, Bewerbung abgeben. Einfach diese Möglichkeiten, genau. Noch verraten, bis zum 13.11. noch in der alten Location vorbeikommen, weil hier an der Bahnhofstraße 1 geht es erst am 15.11. los. Aber ansonsten der beste Weg ist wahrscheinlich die E-Mail, einfach Unterlagen zu schicken und ihr meldet euch dann. Und mit etwas Glück ist man dann bald hier Mitarbeiter hier bei euch. Genau, haben wir neue Kollegen oder Kolleginnen. Richtig. Alles klar, dann fleißig bewerben, die beiden freuen sich drauf und wir sagen bis dann. Ciao.